Das schlechteste Siedler aller Zeiten. Das Ende der Siedler. Schlagzeilen ohne Ende. Um die Siedler neue Allianzen erschienen am 17. Februar 2023, 14 Tage bevor ich das hier aufzeichne. Ihr seid bei WB bei Writing Bull und ich zeige auf Twitch und auf YouTube die Story-Kampagne des neuen Siedlers mit großem Vergnügen und hab reichlich Zuschauer, die mein Vergnügen an dem Spiel teilen. Und trotzdem sage ich, es ist kein wirklich gutes Spiel geworden. Klingt widersprüchlich? Ja, die Sache ist wesentlich komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint, wenn man sich durch die einschlägigen Kommentarspalten in den Internetforen, unter den Spielemagazinen, in den Kommentarspalten und so weiter anschaut. Für die Ungeduldigen unter euch, in der Kurzfassung, ich habe mir ein anderes Siedler gewünscht. Ich habe mir gewünscht, ein wuseliges, komplexes Aufbauspiel. Was ich bekommen habe, ist ein bildhübsches Die Siedler. Allerdings ein unterkomplexes Echtzeitstrategiespiel mit viel zu wenig Umfang für zu viel Geld und mit großen Technikproblemen bei Release. Die Story-Kampagne macht mir dennoch Spaß. Das große Problem des Spieles ist meines Erachtens einfach, dass Die Siedler draufsteht. Würde es nicht draufstehen, wäre das Geschrei ein viel kleineres und viele Leute, die Spaß daran haben, könnten diesen Spaß auch ausleben, ohne dass sie von Leuten attackiert würden, die Gift und Galle spucken, wenn anderen Leuten dieses Spiel gefällt, das sie selber auf die Palme bringt. Darum geht's hier. In diesem Scheinwerfer-Video, Scheinwerfer, und das ist meine Kommentarrubrik hier auf YouTube, vielen lieben Dank an meine Patrons, die dieses Videoformat hier finanzieren. Die Siedler, neue Allianzen, das ist das mittlerweile achte Die Siedler. 7 Siedlerteile vorher, die immer zwischen 2 Polen hin und her pendelten. Der eine Pol, Wusel, Aufbau, Citybuilder. Je komplexer die Produktionsketten sind, je komplexer die Warenketten sind, je mehr Einheiten auf der Karte es gibt, je herausfordernder es ist, ein gutes wirtschaftliches Fundament zu errichten fürs Late Game, desto besser. Und der andere Pol, Echtzeitstrategie. Truppen rekrutieren, Truppen aufstellen, rüberschicken zu den Nachbarn, deren Reich dem eigenen Reich hinzufügen und deren Verteidigung zerschlagen. Das waren immer die beiden Pole. Es gibt kein einziges Die Siedler, das nur auf einem Pol steht. Und jedes Siedler hat seine eigene Mischung gehabt von diesen beiden Spielkonzepten und hat seine eigene Formel gehabt, wie sich dieser Spieleteil definiert hat auf dieser Skala. Es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, hätte doch nur Die Siedler 2 in einer modernen Grafik rausgebracht. Aber es gibt auch andere, die sagen, hey, hättet ihr bloß Die Siedler 7 rausgebracht, dann wäre ich glücklich gewesen. Also selbst wenn die Entwickler nur eines dieser vielen Siedler genommen, das aufgehübscht, das in moderner Grafik rausgebracht hätten, hätte es immer Leute gewesen, die ihnen zumindest den Vorwurf gemacht hatten, hätten sie sich die Arbeit auch ein bisschen einfacher gemacht und es wäre doch besser gewesen, mal ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken und neue Spielmechaniken anzupassen und einen solchen Oldie an die modernen Zeiten heranzuführen. Egal, was man macht bei einer solchen Aufgabe, es gibt immer Leute, die sagen, hey, die Suppe, die du mir vorsetzt, da spucke ich rein, die gefällt mir nicht. Schwierige Aufgabe. Dazu kommt noch, und das finde ich das allergrößte Problem, die Kommunikationsstrategie von Ubisoft, vom Publisher bei Die Siedler, war unterirdisch. Eine absolute Katastrophe. Es gibt ein großes Vorbild bei Ubisoft für eine gelungene Kommunikationsstrategie. Das war und ist die Entwicklung von Anno 1800. Es ist frühzeitig, haben die Entwickler sich hingestellt unter Publisher Ubisoft und haben gesagt, wir machen eine Entwicklung des Spieles, die wirklich ganz eng in Kontakt steht zur Anno-Community, die genauso traditionsreich auf ganz viele Anno-Titel zurückguckt, wie es ja auch die Siedler-Community mit ihrer Marke macht. Hier ist das Ganze anders gelaufen. Hier gab es zwar auch Kontakt mit Fans, hier gab es auch eine PR-Strategie. Da gab es irgendwann auch mal Screenshots und eine PR, so ein paar PR-Steps, dass man peu à peu, Schritt für Schritt Inhalte zeigt. Aber das war immer eine Sache, die ausschließlich lief, nach meiner Wahrnehmung, unter der Überschrift PR. Marketing. Wir zeigen häppchenweise etwas, wir füttern die Leute an, wir lassen uns nicht zu tief in die Karten gucken und wir lassen uns auch nicht reinreden in unserer Entwicklung. Wir tun vielleicht hin und wieder so, als wollten wir etwas Ideen aufgreifen. Aber wir nehmen es nicht so ernst, wie es die Kollegen Anno-Entwickler machen. Uns geht es eigentlich um Marketing. Und
nicht nur qualitativ, auch quantitativ war dieses Zeigen von Inhalten marginal, so lange bis im Januar 2022 dann schließlich die Beta rauskam. Eine öffentliche Beta, die ganz viele Leute, wir alle, schon spielen konnten. Und da war das Kind schon in den Brunnen gefallen, denn man hatte vorher über Monate, über Jahre hinweg falsche Erwartungen geschürt, mit Absicht. Man hatte draufgepackt, pappte die Überschrift Die Siedler, man hatte kaum kommuniziert und es jedem einzelnen Siedler-Fan dadurch möglich gemacht, zu träumen. Dafür zu träumen, dass es neue Siedler so sein wird, wie man selber mit der eigenen Vorliebe es sich gerne wünschen würde. Und jeder Siedler-Fan hat sich sein eigenes Die Siedler gewünscht und die eigenen Erwartungen auf dieser Blackbox, die man nicht kannte, drauf projiziert und war sich ganz sicher, das wird ein zauberhaftes Siedler werden, so wie ich es haben möchte, denn meine Siedler-Erwartung ist ja schließlich der Maßstab aller Dinge. Ich weiß nicht, was die Entwickler drin haben in ihrem Sack. Wer könne nicht reingucken, welche Katze darin weilt, aber ich bin mir sicher, wenn sie rausspringt, ich werde sie gerne streicheln und ich werde sie ganz, ganz zauberhaft finden. Pustekuchen. So ist es. Große Überraschung. Das ist schließlich doch nicht geworden. Das, was dann schließlich rauskam im Januar 22 als Beta, als Enthüllung aus dem Nichts, war ein klarer Fokus auf den einen Pol, Echtzeitstrategie und außerdem noch auf Multiplayer. Mehr der Fokus dort und weniger auf die Singleplayer-Erfahrung. Es wurde noch nichts angekündigt von der Einzelspieler-Kampagne. Man wusste, es kommt eine, aber davon wurde noch nichts gezeigt. Und das, was man zeigte, war dann nicht nur eindeutig nur der eine Pol, es war auch dürftig. Es wurde viel zu wenig gewuselt. Der Wuselfaktor war, glaube ich, selbst für die Echtzeitstrategiespieler etwas zu gering. Es gab kaum Maps, die man zum Start spielen konnte. Man hatte eigentlich immer dieselbe Erfahrung. Es gab keine zufallsgenerierten Karten, es gab nur handgebaute. Der technische Zustand war bescheiden. Es gab zum Beispiel einen ganz simplen Exploit. Man frühzeitig im Spiel einfach rüber rushte mit seinen Militäreinheiten, mit seinen Starteinheiten, beim Gegner die Ingenieure killte. Dann konnte man danach in aller Ruhe weiterspielen, musste hin und wieder ein paar Militäreinheiten drüben stehen, haben die neue Einheiten dann umbrachten und eigentlich hatte man dann schon gewonnen. Und dann noch die große Kritik, ein Ingame-Shop. Allerdings nur für kosmetische Geschichten und um es mal in einem Satz zu sagen, dann mache ich auch den Deckel drauf, das ist mir sowas von, Entschuldigung, scheißegal, das ist mir sowas von egal, ob irgendwo ein Ingame-Shop für kosmetische Dinge draufsteht. Ich habe in meinem Leben noch niemals irgendein kosmetisches Item in irgendeinem Spiel gekauft mit Echtgeld. Wird das sicher auch in Zukunft nicht tun, da bin ich einfach nicht die passende Zielgruppe für. Aber meine Güte, es regt mich doch nicht auf, wenn es anderen Leuten ermöglicht wird, das zu machen. Das ist mir vollkommen egal. Das kratzt mich überhaupt nicht. Aber es hat andere Leute wiederum auf die Palme gebracht. Nächster Schritt dann, nach der verkorksten Beta mit Ansage, mit dieser verkorksten Kommunikationsstrategie und mit dem dürftigen Zustand der Version zum Release der Beta. Es gab ein Bashing. Ein Bashing in nicht nur der Spieler, in den Spieler-Communities, sondern auch der Spielerpresse und von uns Content-Creator. Sie haben über die Siedler hergezogen. Ich jetzt weniger. Ich habe es auch gezeigt. Ich habe gesagt, ich bin enttäuscht, aber ich habe mich ein bisschen differenzierter ausgedrückt. Aber dann war ich wirklich eine verschwindende Minderheit. Die großen Spielemagazine, vor allem die allergrößten, haben über die Siedler-Neuallianzen, sind komplett drüber hergefallen. Haben es in Grund und Boden verrissen, haben nichts Gutes dran gelassen, wirklich gar nichts. Und auch bei den Content Creators, bei den Twitter-Streamern, bei den YouTube-Videomachern gab es ebenfalls wie bei der Spielepresse Clickbaiting. Reißerische Überschriften, die einen dazu angezogen haben, reinzuschauen in den Content, den aufzurufen und damit Einnahmen zu generieren. Und selbst nachdem die Beta längst vorbei war, Monat, ja ein Jahr lang bis zum Release, wurde das Thema immer und immer wieder aufgewärmt. Es gab immer und immer und immer wieder bei der Spielepresse, zum Beispiel, wenn ein neuer City Builder auch vorgestellt wurde. Und wenn man hörte, es gab ein neues Aufbaustrategiespiel am Horizont, es gab irgendeine Ankündigung, dann wussten die Damen und Herren ganz genau, wir müssen nur die Siedler reinbringen in die Überschrift oder den sogenannten Lead-Text, in die ersten ein, zwei Sätze. Sowas wie neue Hoffnung für enttäuschte Siedler-Fans. Das Bessere, die Siedler. Werden Siedler-Fans endlich erlöst? Und dann wusste genau, es gibt Leute, die
klicken das an, die rufen das aus auf, man erzielt Einnahmen. Und das ist, finde ich persönlich, eine billige und keine anständige Art und Weise, aus einem solch, mit einem solchen Thema halt Kasse zu machen. Denn man muss es ganz klar sagen, hinter einem solchen Projekt wie die Siedler stehen auch, man glaubt es kaum, Menschen. Dahinter stehen Entwickler. Dahinter steht nicht nur ein böser Publisher, börsennotiert und mit Aktien. Die Spielebranche ist randvoll mit Entwicklern, die nicht aus Geldgründen dort einen Job annehmen. Dann würden sie woanders hingehen. Welcher Programmierer sucht sich aus Geldgründen einen Job in der Spielebranche? Das macht keiner. Man verdient woanders richtig Geld. Da kann man Cash machen. Wenn Leute in die Spielebranche reingehen, machen das in der überwältigenden Anzahl deshalb einfach, weil sie Spiele lieben. Weil sie Gamer sind, weil sie Gamerinnen sind, weil sie ein Herz haben für Spiele und davon träumen, selber Spiele zu machen. Und ja, es sind Menschen. Es sind Menschen, die auch die etwas dürftigen oder mittelmäßigen Spiele herstellen. Und stellt euch da mal selber vor, wenn ihr selber beim Arbeitsplatz seid, zu Hause, beim Homeoffice oder in der Firma oder wo auch immer, und dann rotten sich plötzlich bei euch im Hintergrund Dutzende, Hunderte, Tausende Leute auf, nicht nur euer Chef, sondern auch ganz viele andere Leute, gucken euch über die Schulter und sagen, hey, das hast du mies gemacht, du Versager, du hast deine Arbeit, du Betrüger, du bist der letzte Schurke, du hast uns alle verraten. Meine Güte, abstoßend, ich kann es nicht anders sagen. Nach dieser verkorksten Beta hatte Ubisoft drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, alles auf links drehen. Dieses Konzept in die Tonne kloppen, das grafische Gerüst lassen, aber ein ganz anderes Spiel draufsetzen, ein Wuselspiel rüber zurück, Kommando zurück und zu einem anderen Pol wieder rüber. Das haben die nicht gemacht, kann ich auch nachvollziehen, denn das hätte Jahre weiterer Entwicklung gekostet. Man hätte unglaublich viel Geld nochmal reingesteckt in das Projekt, um es glasklar zu sagen. Es hätte ohnehin keine Chance mehr gehabt. Denn all das Clickbaiting, all die Kampagnen, die gefahren worden sind, all die Memes, die es rund um die Siedler dann gegeben hat, damit haben wir im Prinzip, wir Siedler-Fans, und selber die Tür versperrt zu einer kompletten Neuentwicklung von diesem Siedler 8. Denn es war glasklar, das Spiel war jetzt verbrannt. Spieler 8, egal Siedler 8, egal wie man es nennt, Siedler Neue Allianzen oder wie auch immer, das war im Prinzip mit der Beta und mit der Reaktion darauf und mit der Kampagne im Prinzip schon beerdigt. Als marktwirtschaftlicher Erfolg nicht mehr möglich. Und damit war auch klar, wir haben es dem Publisher nicht mehr möglich gemacht, viel Geld reinzustecken. Das wäre Wahnsinn gewesen. Auch wenn wir dann ein schöneres Spiel gehabt hätten, zumindest ich hätte ein schöneres Spiel dann bekommen. Zweiter Weg, der möglich gewesen wäre, Augen zu und durch. Wir nehmen genau das, was wir gerade rausgebracht haben, machen nur ein paar Kleinigkeiten. Ein, zwei Monate später ist Release, Augen zu und durch und verbrennen die Marke, die Siedler dann komplett. Und den Weg ist der Publisher nicht gegangen, Gott sei Dank. Stattdessen, dritter Weg, so ein Kompromiss. Man gönnt sich ein Jahr lang weitere Entwicklungszeit, belässt es bei dem Konzept Echtzeitstrategie, im Prinzip bei dem, was man hat, poliert es aber, greift so ein paar der schlimmsten Kritiken auf, verbessert das Spiel punktuell, belässt es aber bei dem Konzept, das man hat, und bringt das dann nach einem Jahr raus. Das hat der Publisher Ubisoft gemacht, hat dann auch die Transparenz etwas verbessert, hat eine Kommunikationsstrategie wenigstens etwas geschraubt. Entwicklertagebücher, Bücher würden dann regelmäßig veröffentlicht, mit denen man zumindest punktuell sich den Siedler-Fans und den Medienmachern einen Blick hinter die Kulissen erlaubt hat. Man hat gezeigt, daran arbeiten wir beispielhaft und das alles ist in der Entwicklung. Es wurde teilweise, wurden auch Sachen verschlimmbessert, also jetzt, dass zum Beispiel ein Försterhaus jetzt drin gekommen ist in das Spiel. Auf diese Weise, wie es passiert ist, halte ich persönlich für eine Verschlimmbesserung. Ist auch ein Beispiel dafür, was wir, ja, wie diese ganze dieser ganze Kommunikationsmist da stattgefunden hat. Denn die Medienmacher haben sich darauf eingeschossen, dass es kein Gebäude Förster gab in diesem neuen Siedler. Da haben gesagt, die Abwesenheit eines Försterhauses, also eines Gebäudes, das einen Wald nachpflanzt, sodass Wald nachwachsen kann, ist für uns das größte Symbol dafür, dass dieses Siedler gescheitert ist. Und darauf hat dann Ubisoft reagiert und hat gesagt, oh Gott, Panik, dann geben wir ihnen einen Förster, dann können die wenigstens auf dem Punkt nicht mehr drauf uns rumhaken. Großer Fehler. Das neue Försterhaus macht spielerisch mit dem alten Konzept null Sinn.
verschlimmbessert das Spiel sogar, denn es gibt ja im Spiel Die Siedler eine Unterscheidung zwischen nachwachsendem Wald und zwischen Wald, der abgeholzt wird. Diese ganze Unterscheidung, die Suche nach guten Standorten auf der Karte, auf denen es nachwachsenden Wald gibt, als wichtige Ressource, das ist im Prinzip jetzt ad absurdum geführt worden, dadurch, dass ein Förster eingeführt worden ist. Der hat zwar leicht erhöhte Baukosten, aber den kann man überall hinsetzen und damit muss man gar nicht mehr diesen Standort suchen mit dem nachwachsenden Wald. Das Spiel ist eigentlich leichter geworden. Noch leichter und noch, es ist noch egaler im Prinzip, was man, welche Punkte man auf der Karte man sucht. Keine gute Entscheidung. Der Release-Zustand jetzt im Februar 2023 war erneut kein guter. Es gibt schwere technische Probleme zum Release. Im Multiplayer-Modus große Probleme, stabile Multiplayer-Partien in Gang zu setzen. In der Story-Kampagne immer wieder Crashes. Beim Wechsel von einer Mission zur anderen Crashes, Abstürze des Spieles. Ich weiß nicht, was da in den nächsten Wochen und Monaten schon, wie das dann in den Griff bekommen wird oder nicht. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich kann nur den Release-Zustand beschreiben und da ist er halt dürftig. Die KI ist eine, die einen nicht wirklich herausfordert in der Solo-Kampagne oder in den Skirmish-Matches. Das führte vielfach zu Kritik, weil Leute gesagt haben, schaut mal, auch die Spielerpresse, auch die Content-Creators, so schlecht ist die Siedler neue Allianzen. Die KI ist saudoof, die ist für mich als erfahrenen Strategiespieler überhaupt kein Widerpart. Ja, da ist was dran, aber man muss auch sagen, die Siedler neue Allianzen hat eine andere Zielgruppe. Die Zielgruppe sind nicht die Leute, die ein knüppelhartes Strategiespiel wollen, auch nicht bei der Echtzeitstrategieerfahrung. Die Zielgruppe dafür erkennbar sind Leute, die so entspannt bauen wollen, wie die Aufbaustrategiespieler, wie die Aufbauwuselleute, aber das irgendwie haben wollen in einer Echtzeitstrategieerfahrung und eigentlich auch so Feierabend- oder Gelegenheitsspieler sind, die gar nicht, die nach Feierabend vielleicht so 1-2 Stunden jeden Abend Zeit haben zum Zocken, vielleicht Eltern mit Kindern, die damals die alten Siedler gerne gespielt haben, abends kaputt sind, von der Arbeit nach Hause kommen oder von der Kindererziehung kaputt sind, sich vielleicht ein Bierchen aufmachen oder ein Glas Wein trinken und eigentlich viel zu müde sind, um stundenlang sich in komplexe Sachen reinzuarbeiten und gegen eine brettharte KI anzutreten. Ich glaube, das ist so als Zielgruppe identifiziert worden von Ubisoft, wobei man dann natürlich sagen muss, wenn man diese Zielgruppe haben möchte, dann ist der Fokus auf die Echtzeitstrategie wahrscheinlich nicht so eine kluge Entscheidung gewesen. Hätte man stattdessen eher den Fokus rübergeschoben zur Aufbaustrategie, hätte man diese Zielgruppe passgenau erwischt. Also ich glaube, das war eine strategische Falschentscheidung, die die Entwickler da getroffen haben. Aber es bleibt dabei, dieser leichte Schwierigkeitsgrad und diese etwas schleppliche KI, dahinter, bilde ich mir ein, ist ein Konzept und dahinter ist nicht nur ein Fail, ein Versagen der Entwickler. Und eine Sache muss man auch ganz klar sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, 60 Euro für einen Titel mit einem begrenzten Umfang, mit einem begrenzten Sortiment an Karten, mit diesen technischen Problemen, mit einer Story-Kampagne, die hübsch inszeniert ist, aber nicht spektakulär inszeniert ist, über 13 Missionen, 60 Euro dafür, das ist zu viel Geld. Da passt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Hätte man das Spiel billiger rausgebracht, hätte es deutlich mehr Verkäufer gegeben und eventuell wäre das dann unterm Strich für die Entwickler oder für den Publisher auch finanziell ein vernünftigerer Kurs gewesen. Die Kampagne ist hübsch inszeniert, grafisch ist das ein sehr hübsches Spiel, muss man allerdings auch eindeutig sagen, das ist eine Stärke. Im Hintergrund zeige ich ja diese Bilder, der Aquariumseffekt ist eindeutig da. Man kann sich verlieren beim Betrachten der Gebäude, die Leute laufen hin, liefern ihre Waren ab, dann wird dort fabriziert, dann werden die Waren woanders hingebracht. Das ist wirklich sehr hübsch, wenn man das aus der Nähe sich anschaut, das wird auch nicht langweilig, das ist wirklich traumhaft hübsch gemacht. Ja. Ja, und jetzt die Beichte. Ich habe Spaß, unglaublich viel Vergnügen beim Zocken von Die Siedler in der Story-Kampagne. Ich zeige sie auf Twitch bei den Livestreams, ich zeige sie auf deren Aufzeichnung der Streams auf YouTube hier und habe richtig viel Vergnügen. Ich habe auch sehr viele Leute, die vorbeikommen auf Twitch und auch auf YouTube und die mir über die Schulter schauen und die in den Chat reinschreiben, oh, das macht ja richtig Spaß.
Hätte ich nicht gedacht, hatte ich auch nicht gedacht. Viele Leute kommen rein und sagen, ich spiele auch die Kampagne, ich habe auch Freude. Schön, dass sich ja mal jemand das zeigt und nicht die ganze Zeit darüber erzählt, dass es alles so furchtbar ist, sondern jemand, der meine Freude auch teilt. Und warum empfinde ich Freude bei der Story-Kampagne? Das ist ganz simpler Grund, weil ich nicht darauf schaue, was ich nicht bekommen habe, sondern auf das schaue, was ich bekommen habe. Ich trauere nicht dem nach, was ich mir gewünscht hätte, nämlich ein komplexeres, ein wuseligeres, ein mehr Aufbauspiel mit viel mehr komplexen Warenketten, Produktionsketten, mit mehr Einheiten und so weiter und so fort. Dem traue ich nicht hinterher. Da verbeiße ich mich nicht in meine Wut, sondern ich sage einfach, ich guck mal, was ich an Karten bekommen habe, welches Blatt ich auf der Hand halte. Ich schiele nicht auf den Stock, auf den Kartenstock, der da vor mir liegt und sage, oh Gott, ich habe ja leider nur ein paar Buben, die Asse sind alle im Stock, hätte ich die nur bekommen, dann wäre ich jetzt viel glücklicher. Sondern ich schaue auf die Karten, die der Entwickler oder die der Publisher mir gegeben hat und sage, ja, damit zocke ich jetzt. Und hätten bessere Karten sein können, aber wenn ich das annehme, und wenn ich das annehme als das, was es ist, nämlich ein Echtzeitstrategiespiel mit ein wenig Aufbau, mit leichtem Schwierigkeitsgrad zum Entspannen und zum fröhlichen, entspannten, risikoarmen Dahinzocken und ein bisschen den Feierabend genießen, dann macht mir das Spiel Spaß unter diesen Voraussetzungen. Wenn ich das Spiel als das annehme, was es ist, wenn ich dessen Charakter annehme und nicht die ganze Zeit darauf rumkaue, dass ich mir doch eigentlich ein anderes Spiel gewünscht hätte. Und so wie es mir ergeht, geht es unglaublich vielen anderen Leuten auch. Das bekomme ich mit. Ich habe sehr, sehr viele Zuschauer für meine Verhältnisse, weit überdurchschnittlich, wenn ich dieses Spiel zeige auf Twitch, bei den Videos auf YouTube. Leute sind da, sagen auch teilweise voller Freude, wie schön, dass ich hier auch mal schreiben darf, dass mir das Spiel gefällt und dass mir nicht gleich dass ich nicht gleich von einem Streamer oder von irgendwelchen anderen Leuten dafür angegiftet werde, dass mir dieser Spaß, wie liebt Anil, so gefällt, wie es dir auch gefällt. Und das ist jetzt eigentlich das Traurige. Das Traurige und etwas, was mich auch auf die Palme bringt, dass Leute verschämt herumdrucksen müssen, wenn ihnen ein Spiel gefällt. Das finde ich beschämend. Das finde ich wirklich beschämend. Ja, ja. Es ist ein Spiel, das Mittelmaß hat in der Qualität, vom Umfang, von den technischen Problemen beim Release, von dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, ich hätte mir persönlich auch eine andere Art von Spiel gewünscht. Aber, es gab diese Kampagne in der Öffentlichkeit, was man sehen muss jetzt im Release, ob in den Kommentarspalten der Spielezeitschriften, teilweise versucht man es auch bei mir in den YouTube-Kommentaren oder in den Kommentaren auf Twitch, aber wenn Leute mit Hass kommen, das wird von mir auch gleich weggelöscht. Es gibt haufenweise Kommentare, die eben sich in den Vordergrund spielen und die über diese Leute auch herfallen. Diese Leute, die doch Freude haben an die Siedler und die sich dann äußern, die werden regelrecht niedergemacht. Es gibt haufenweise der Hass, den die enttäuschten Siedlerfans empfinden gegenüber Entwicklern und Publishern. Der Hass, der teilweise auch geschürt worden ist von den Medienmachern, von vielen Medienmachern im Laufe von einem Jahr. Dieser Hass, ich kann es nicht anders sagen, wendet sich jetzt auch, also ich kann es nicht anders sagen, als diesen Begriff Hass zu benutzen, wendet sich jetzt auch gegen die Gamer, andere Spieler, wie man selber. Die einem den einfachen Spiel gefällt, das einem selber nicht gefällt. Und die werden niedergemacht. Die werden als, hey, du bist kein wahrer Spieler oder kein wahrer Siedler-Fan beschimpft. Hey, wenn dir das Spiel gefällt, dann gefällt es sicher auch Halma. Willst du nicht über Halma zocken? Die werden angegiftet. Teilweise wird ihnen unterstellt, in ihren Kommentaren, in ihren Beichten, hey, schüchtern Beichten, mir gefällt's aber, denen wird teilweise vorgeworfen in den Kommentaren, sie seien gekauft. Wie wenig Empathie ist denn bei solchen Leuten da? Wie wenig Fantasie, soziale Fantasie? Kann man sich echt nicht vorstellen, dass andere Menschen einen anderen Geschmack haben, andere Interessen? Dass es also andere Menschen gibt mit anderen Meinungen? Ist denn wirklich, gibt es Leute, die sind so verbohrt, die können sich wirklich nicht vorstellen, dass jemand, der eine andere Meinung oder einen anderen Geschmack hat, dass der das nicht aus lauteren, aus hehren Gründen haben kann, einfach so, sondern das kann nur ein Schurke sein. Jemand, der gekauft ist oder jemand, der einen miesen Charakter hat, kein Gamer, kein Siedler, irgendwas anderes. Es ist irgendetwas, was ihn auszeichnet als einen minderwertigen und schlechten Charakter.
furchtbar, ganz, ganz grauenhaft. Und das finde ich deshalb auch so schlimm, weil ich befürchte, das ist eine der Sachen, die uns noch eine Weile haften bleiben. Und das nehmen wir mit aus dieser Siedlergeschichte auch in künftige Spieleentwicklung rein. Denn hier kommen Leute rein, teilweise Gelegenheitsspieler, die nach Jahren mal wieder anfangen, ein Computerspiel zu zocken, weil sie ein paar Jahre lang kaum oder gar nichts gespielt haben. Jetzt wieder einen Siedlermarkt gesehen, jetzt wieder anfangen, Freude empfinden, Gelegenheitsspieler sind und die werden dann weggebissen und vergraut. Muss das denn sein? Ich finde sowas ganz furchtbar. Und um es ganz klar auch zu sagen, es gibt einen Bruchteil der Spiele, die auf den Markt kommen, bekommen 80er-Wertung. Eine winzige Minderheit von Spielen bekommt 90er-Wertung in der Spielepresse. Die Riesenmehrzahl der Spiele sind Spiele, die mittelmäßig sind. Und diese Spiele haben alle auch ihre Fans. Und jeder von uns, und ich glaube auch jeder und jeder einzelne von euch, hat mindestens einen Spieletitel, den ihr spielt, denkt mal drüber nach, den ihr spielt, der schlecht rezensiert wird, der vielleicht mal ausgeglichen steht auf Steam, der euch trotzdem Freude bereitet, den ihr immer und immer wieder anfangt. Ihr habt Leute, Freunde, die schauen euch über die Schulter und die machen sich ein bisschen lustig, wohlwollend, nett und freundlich über euch lustig, dass ihr euch in dieses Spiel verguckt habt. Ihr spielt es, ihr fasst es immer wieder an, ihr nimmt es euch immer wieder vor und habt Freude daran. Jeder Topf findet seinen Deckel. Gilt auch für die Spiele. Die überwältigende, mittelmäßige Anzahl von Spielen, die es gibt, die meisten Spiele sind durchschnittlich oder schlechter, die haben alle Leute, Fans, die sie cool finden. Und meine Empfehlung für an alle ist, einfach mal tief durchatmen. Es gibt so wichtige Dinge im Leben, über die man sich wirklich aufregen, Sorgen machen, Wut empfinden kann, für die man sich wirklich engagieren sollte. Es gibt Krieg in Europa im Augenblick. Die Klimakatastrophe schüttelt unten durch. Es gibt ein Jahrhundert der Katastrophen steht uns bevor. Es gibt Menschen, die in Armut leben, auch hierzulande. Das sind Dinge, die einen auf die Palme bringen kann. Aber doch nicht, dass andere Menschen einen anderen Spielergeschmack haben. Darum sollte man, finde ich, nicht mit Hass reagieren. Scheinwerfer, da ist mein Format. Hier auf YouTube. Lieben Dank an die Patrons. Link auf Patreon, hier drunter in der Textbeschreibung. Ich blende am Schluss auch meine Siedler-Playliste ein. Auf Patreon wird unter anderem dieses Format hier finanziert. Danke an die Leute, die das dort machen. Und euch allen mit den Siedlern oder mit irgendeinem anderen Spiel viel Vergnügen. Und alles Gute.